Du bist auf Reisen und deine Kreditkarte wurde gestohlen oder du hast sie verloren. Was du nun tun musst und wie du im Ausland wieder an Geld kommst, das klären wir in diesem Video. Hi, ich bin Martina von Nomadenstory. Ich bin seit 2018 Digitalnomadin und auch das ist uns schon passiert. Schritt Nummer 1 und das ist wirklich wichtig. Prüfe, bevor du alle weiteren Schritte gehst, dass die Kreditkarte wirklich weg ist. Dass du nicht nur deinen Geldbeutel zum Beispiel verlegt hast oder sie in einem anderen Fach eingesteckt ist. Denn wenn wir jetzt die weiteren Schritte übernehmen, dann kann man die nicht mehr umkehren. Deine Kreditkarte ist ab dann gesperrt und kann nicht mehr verwendet werden. Nicht von irgendwelchen Leuten, die sie finden, nicht von irgendwelchen Leuten, die sie gestohlen haben und auch nicht mehr von dir. Die Kreditkarte ist sicher weg. Dann sperren wir sie jetzt vor unbefugtem Zugriff. Das geht entweder über deine App oder über deinen Account auf der Webseite deines Anbieters oder über die Hotline. Wenn du über die Hotline gehen möchtest, was sicher ein guter Schritt ist, weil sie dich zu weiteren Schritten beraten können, dann hast du das Problem, die Hotline ist in Deutschland, du bist im Ausland, die Telefonate können also zu hohen Roaminggebühren führen. Hier empfehlen wir einen Anbieter wie Skype, wo du über Voice over IP ins deutsche Festnetz telefonieren kannst zu deutschen Festnetzpreisen. Dazu musst du dir Guthaben kaufen und kannst es dann verwenden wie ein ganz normales Telefon und umgehst hohe Roaminggebühren oder extra Kosten, die dir entstehen würden, um Auslandstelefonate zu führen. Die Kreditkarte ist gesperrt und keiner kann mehr darauf zugreifen. Aber hat vielleicht schon jemand Blödsinn damit getrieben? Keine Ahnung. Und das prüfen wir jetzt. Dazu gehst du in deinen Kreditkarten-Account und prüfst deine letzten Abrechnungen, ob da irgendwelche Unregelmäßigkeiten sind oder vielleicht auch Buchungen, die du nicht zuordnen kannst. Die schreibst du dir zusammen, um sie dann deinem Kreditkarteninstitut als unrechtmäßig zu melden. Teilweise ist es in den Apps auch bereits möglich, dass man dort die Abbuchungen bereits flaggt, also markiert, damit die Mitarbeiter sie dann schneller finden können. Die Kreditkarte wurde geklaut, dann ist natürlich der nächste Schritt zur Polizei. Die meisten Länder bieten hier extra Touristenpolizeien an, wo die Mitarbeiter dann hoffentlich ein bisschen Englisch sprechen und schon mal mit Touristen ohne Kreditkarte oder Raubproblemen konfrontiert waren. Denen schilderst du dann einfach, was passiert ist und dann nimmt das Rechtssystem des Landes, in dem du gerade bist, den nächsten Lauf. Wichtig ist, alles zu dokumentieren. Also, wann du gesperrt hast, wann die Kreditkarte entwendet wurde und ob es Abbuchungen gab. Bei der Kommunikation nach einem Vorfall wie einer gestohlenen oder verlorenen Kreditkarte ist ein bisschen Vorsicht geboten. Zum einen gilt, alle Kommunikation, ob mit regionalen Behörden oder mit deiner Kreditkartenfirma, werden stets gut aufgehoben, damit du sie schnell wiederfindest, falls du nochmal irgendwelche Anzeige stellen musst oder falls du Gelder bei deiner Versicherung einreichen möchtest. Des Weiteren möchtest du in den Tagen und Wochen und Monaten nach einem Kreditkartenverlust sehr vorsichtig sein, was sämtliche Kommunikation mit deiner Bank angeht. Denn es kann sein, dass, nachdem jetzt dein Name bekannt ist und dein Bankinstitut, du Opfer von Phishing wirst. Da würdest du dann E-Mails zugeschickt bekommen, bei denen Leute versuchen, dich mit gefakten Links auf anderen Webseiten dazu zu bekommen, deine Daten einzugeben. Das heißt, solltest du E-Mails kriegen, in denen du aufgefordert wirst, dein Passwort zu ändern oder dich irgendwo einzuloggen. Mach's lieber nicht über diese E-Mail, geh direkt über deine Banking-App oder über die Webseite deiner Bank. Dann bist du auf der sicheren Seite, dass du nicht mit Fake-Links abgefangen wirst und die Leute dann vielleicht hintenrum noch irgendeinen Zugang zu deinem Konto bekommen und da einen Schaden verursachen können. Jetzt bist du im Ausland und deine Kreditkarte ist gesperrt. Wie kommst du jetzt an Sachen ran? Also wie kannst du jetzt noch zahlen? Im Optimalfall hast du natürlich noch eine Kreditkarte. Damit wäre der Punkt an für dich erledigt. Gehen wir mal davon aus, das ist nicht so. Dann kannst du natürlich trotzdem im Ausland auch teilweise Zahlungen mit einer Debitkarte vornehmen, falls du da noch eine hast. Wenn du die auch nicht hast, dann hast du trotzdem eine Reihe von Möglichkeiten, wie du Geld von deinem Konto zu einem Händler bekommen kannst. Das erste wäre eine virtuelle Kreditkarte. Die kannst du meistens sehr schnell und unkompliziert erhalten. Und die funktioniert dann, indem du sie einfach deinem Handy-Wallet hinzufügst und kannst dann an vielen Kreditkartenstellen trotzdem damit zahlen. Mögliche Anbieter sind zum Beispiel Revolut oder Wise. Wise nutzen wir auch selber, funktioniert ganz gut.
Und die kannst du dann deinem mobilen Wallet hinzufügen. Das heißt, du kannst dann mit deinem Handy bezahlen. Du kriegst keine physische Karte, aber es funktioniert quasi über Handy NFC, dass du dann an ein Kartenlesegerät hinhältst. Das funktioniert nicht in jedem Laden, aber gerade bei größeren Ketten ist die Akzeptanz schon sehr hoch. Genauso ist das mobile Wallet, das heißt Apple Pay, Android Pay, was auch immer es, Google Pay, was es da inzwischen alle gibt. Auch die kannst du normalerweise einrichten, ohne dass du eine Kreditkarte dafür brauchst und kannst du dann zum Zahlen auch im physischen Laden nutzen. Eine weitere mögliche Kreditkartenersatz sind Guthabenkarten. Wir sind aktuell zum Beispiel, wie man hinter mir sieht, in Bangkok und hier gibt es die BTS, das ist das Metrosystem, also die Hochbahn. Und die bietet Guthabenkarten an, die man aufladen kann über eine App oder auch mit Bargeld, wenn du denn eins hast. Und die kannst du dann auch nutzen, um in Läden damit zu zahlen, vor allem in Restaurants und Imbissen. Wenn du die hast und dann über die App auflädst, auch dann hast du quasi eine Ersatzkreditkarte, bis du eine neue Kreditkarte erhalten kannst. Andere Anbieter von Guthabenkarten, die auch inzwischen eine relativ weite Akzeptanz finden, sind auch Starbucks und IKEA zum Beispiel. Das alles geht nicht und du musst trotzdem an Bargeld kommen. Dann schau dir mal Transfergelddienstleister wie MoneyGram an. Damit kannst du dir oder auch Bekannte dir Geld transferieren, das du dir dann in örtlichen Niederlassungen abholen kannst. Gerade hier in Asien gibt es sehr viele Niederlassungen, auch in Südamerika haben wir sehr viele gesehen. Das sind dann quasi Bankinstitute oder Wechselstuben, die Zahlungsanweisungen bekommen, wenn du da mit deinem Pass hinkommst, dir Geld auszubezahlen. Und das funktioniert online und recht zuverlässig. Wenn du eine etwas bessere Kreditkarte hast, und das sind meistens die mit den Grundgebühren, dann bieten die oft auch einen Notfall-Bargeld-Service an. Du klärst das vorher per Hotline und dann stellen die dir eine bestimmte Summe von Geld zur Verfügung, die du dir in einer Niederlassung oder vielleicht zum Beispiel auch bei MoneyGram abholen kannst, um zumindest die Zeit zu überbrücken, bis du eine neue Kreditkarte erhältst. Nächster Schritt. Du hast deine Kreditkarte sperren lassen und das alles in die Wege geleitet. Dann musst du jetzt natürlich beachten, dass alle Zahlungen, die du bis jetzt über deine Kreditkarte geleistet hast, gesperrt werden. Das heißt, was schon bezahlt ist, das passt. Aber du hast möglicherweise noch ausstehende Hotelbuchungen, die du noch nicht bezahlt hast, wo diese Kreditkarte hinterlegt ist. Du hast monatliche Abos zum Beispiel oder du hast eine Krankenversicherung, die monatlich über deine Kreditkarte abbucht. In diesem Fall musst du sehr schnell prüfen, was da alles kam und gucken, dass sie einen neuen Zahlungsdienstleister haben. Also zum Beispiel deine Ersatzkreditkarte oder deine virtuelle Kreditkarte, damit diese Zahlungen nicht zurücklaufen und du da irgendwelche Probleme bekommen kannst. Aber wie kommst du jetzt an eine neue Kreditkarte? Und hier ist natürlich die Frage, wie lange du reist. Wenn es in ein paar Tagen schon wieder zurück nach Deutschland oder nach Österreich oder wo immer du herkommst geht, dann ist die Frage, ob es sich noch lohnt, dir eine neue Kreditkarte ins Ausland zu verschicken, da der Versand einige Tage bis sogar Wochen dauern wird. Wenn du länger unterwegs bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich hier für längere Zeit ein Quartier zu buchen. Ich sag mal für den Zeitraum von einer Woche. Dieses Fenster sollten die meisten Kreditkarteninstitute und Versanddienstleister auf die Reihe bekommen, wo irgendjemand ist, der ein Paket oder einen Großbrief annehmen kann. Und dann kannst du sie dahin verschicken lassen. Wie gesagt, plan hier etwas Zeitpuffer ein, weil so richtig pünktlich ist das nie. Das klappt ganz gut, wenn denn dein Kreditkarteninstitut mitspielt, denn es gibt auch welche, die partout nicht ins Ausland versenden. In dem Fall bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als Versandadresse Freunde oder Familie in Deutschland oder Österreich oder wo immer du herkommst anzugeben und die versenden das dann ins Ausland. Das funktioniert auch ganz gut, meistens mit den großen Versandhäusern wie UPS, FedEx oder DHL, die eben Auslandsversand anbieten. Und dann solltest du so einen Zeitraum von, naja, ich sag mal 1 bis 2 Wochen rechnen und dann sollte dieser Großbrief auch bei dir ankommen und du hast wieder eine neue Kreditkarte. Bonuspunkte natürlich, wenn du irgendjemanden hast, dem du schicken kannst, der dich dann besuchen kommt. Vielleicht ist das jetzt auch mal ein ganz netter Anlass, um die Leute daheim zu bewegen, dass sie doch mal bei dir im Ausland vorbeischauen. Jetzt noch ein paar Fragen, die öfter mal kommen in dem Zusammenhang. Frage Nummer 1, muss ich meine Kreditkarte unbedingt sperren lassen? Hier ganz wichtig, ja. Denn wenn dir bewusst ist, dass deine Kreditkarte möglicherweise in falsche Hände gekommen ist und du hast es nicht gemeldet und sie nicht gesperrt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Kreditkarteninstitut sagt, also nee, also
du kriegst dein Geld nicht mehr zurück, relativ hoch. Während wenn du sehr schnell meldest, dass die Kreditkarte abhanden gekommen ist, dann sind die meistens auch sehr kulant, falls falsche Abbuchungen darauf kommen sollten. Dann natürlich immer noch die Frage, ich habe meine Kreditkarte noch, aber wie kann ich mich auf den Ernstfall vorbereiten? Und hier empfehlen wir ganz klar, erstens, besorg dir eine Ersatzkreditkarte, damit du für den Fall der Fälle eben nicht ohne Kreditkarte dastehst. Es gibt hier ganz viele Anbieter, die kostenlose Kreditkarten anbieten, bei denen du dann einfach nur einen Teilbetrag der Summe zahlst, solltest du sie tatsächlich einsetzen. Die eignen sich wunderbar als Ersatz und dir entstehen keine Unkosten, falls du sie nicht brauchst. Dann lohnt sich natürlich immer, als Hauptkreditkarte eine Kreditkarte zu haben, die gewisse Versicherungen bietet, zum Beispiel einen Bargeld-Notfallservice oder einen internationalen Ersatzkartenservice. Das sind meistens Kreditkarten, die ein bisschen was kosten. Als Beispiel, wir haben Barclaycard auch dabei oder die American Express. Das sind ganz unterschiedliche Preiskategorien, aber beide haben einen sehr guten Service. Das nächste ist, richte dir schon mal Skype mit ein bisschen Guthaben ein, solange du noch eine Kreditkarte hast. Denn für den Fall der Fälle möchtest du nicht erst, um eine Hotline anrufen zu müssen, groß irgendwelche Accounts einrichten. Du bist da eh schon im Stress. Nimm dir den vorher und hab da einfach schon mal vorgesorgt. Dann speichere dir natürlich deine Notfallnummern, denn dann hast du die gleich bei der Hand. Die stehen hinten auf der Kreditkarte normalerweise drauf, aber die hast du ja jetzt nicht mehr. Speichere dir die in deinem Handy ab, dann hast du die auf jeden Fall bei der Hand. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und du hast trotz dieser Unannehmlichkeiten einen wirklich schönen Urlaub. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Wenn du weitere Probleme hast, sei es mit einer verlorenen Kreditkarte oder anderen Dingen auf Reisen, wo du einfach nicht so genau weißt, was du jetzt machen sollst, pack's auch in die Kommentare oder schreib uns gerne auf Instagram. Wir sind schon seit ein paar Jahren unterwegs und haben schon sehr viel ausprobiert und erlebt und wir helfen dir gerne weiter. Ich verbleibe bis dahin und sage alles Gute und eine schöne Reise noch.